Gorillas. Sie zählen neben Schimpansen und Orang-Utans zu den engsten Verwandten des Menschen. Gorillas verbringen mehr Zeit am Boden als die anderen Menschenaffen. Ihre Füße sind besser zum Laufen als zum Klettern geeignet, vor allem die der Berggorillas. Gorillas sind die größten und schwersten Menschenaffen. Wegen ihrer offensichtlichen Stärke galten sie lange Zeit als wilde Monster. Doch spätestens die Studien von George Schaller und Dian Fossey zeigten, Gorillas sind sanftmütige und friedliebende Pflanzenfresser. Aggressiv gegen den Menschen werden sie nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Berggorillas sind die seltenere der drei Gorilla-Unterarten. Sie leben im dichten Regenwald auf 2000 bis 4000 Metern Höhe. Mit rund 670 Individuen zählt der Berggorilla zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Säugetieren. Etwa die Hälfte der Berggorillas ist im Gebiet um die Virunga-Vulkane zu Hause, in der Grenzregion zwischen der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und Uganda. Eine zweite Population lebt hier im Windi-Nationalpark in Uganda. Diese letzten Berggorillas vor Wilderei und Krieg zu schützen und ihren Lebensraum zu bewahren, ist das Ziel von Artenschützern auf der ganzen Welt. Maßvoll betriebener Tourismus kann dabei helfen, wenn, wie hier im Windi-Nationalpark, die Einnahmen zum Schutz der Gorillas eingesetzt werden. Einige $100 pro Person kostet die Teilnahme an einer Gorillatour. Gorillas sind anfällig für menschliche Krankheiten. Deshalb dürfen jeden Tag nur maximal 12 Personen auf den Gorillapfad. Wenn sie wirklich auf eine Tiergruppe treffen, dürfen sie höchstens eine Stunde bei ihr bleiben. Nach genauen Instruktionen setzt sich die Touristengruppe in Bewegung. 330 Quadratkilometer groß ist der Windi-Nationalpark. 28 Gorillasippen leben hier und 4 davon können besucht werden. Doch trotz Führer kann es manchmal Stunden dauern, bis man im dichten Regenwald auf die Berggorillas trifft. Ein beeindruckender Silberrücken pausiert mit seiner insgesamt 18 Tiere umfassenden Sippe in einer Schlucht. Seit 10 Jahren werden hier im Nationalpark Gorillatouren angeboten. Den Tieren hat es bisher nicht geschadet. Ihre Population ist sogar leicht gestiegen. Zum Problem ist der Nationalpark vielmehr für einige Menschen geworden. So mussten die Batwa, hier ansässige Pygmäen, für den Gorillapark weichen. Wir wurden gezwungen, den Wald zu verlassen. Wir wurden von den Parkwächtern vertrieben und hatten Angst. Früher konnten die Batwa mit Tanzvorführungen Geld verdienen. Heute sind die Touristen daran weniger interessiert. Heute gehört der Wald den Gorillas und nicht mehr den Menschen. Mir sind die Gorillas egal. Mensch oder Tier? Das scheint angesichts der knapper werdenden Wildgebiete ein Konfliktthema zu bleiben.